Hallo Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute im Video zeigen wir euch ganz viele Ideen zum Thema Hochzeitskarten, denn heute ist wieder Zeit für unseren Teamgeist und das ist immer so, dass meine Teammädels von der Bastelwerkstattbande und ich zu einem bestimmten Thema immer ganz viele Kartenideen euch zeigen und heute ist es eben eine Hochzeitskarte. Und meine Kartenidee dazu habt ihr schon gesehen letzte Woche im Video. Ich verlinke euch das jetzt mal hier oben. Könnt ihr mal drauf gehen und könnt euch das Video anschauen, wie man diese Karte bastelt. Das ist also eine Vintage-Hochzeitskarte. Hier unten nochmal im Stanzteil bestempelt. Es ist eine besondere Kartenform, weil man hier diese Knickung hat und das Band da unten. Und kann dann hier oben den Kartenrolling sozusagen rausziehen und kann ihn noch schön beschriften. Man könnte hier hinten auch noch gut Geld unterbringen. Und ja, also eine richtig schöne Vintage-Karte, wie ich finde. Und ja, also mir gefällt sie total gut. Und wenn ihr Lust habt, die nachzubasteln, dann schaut gerne das andere Video mal an. Und dann könnt ihr auch vielleicht so eine Vintage-Karte basteln. Genau, und die ganzen tollen Kartenideen von meinen super Mädels zeige ich euch jetzt. Und anfangen tun wir mit der lieben Svantje. Svantje war ganz fleißig und hat gleich zwei Karten gebastelt. Und zwar die erste Karte, die habe ich schon länger. Die Svanti hat mir da gleich auf einmal mehrere Themen geschickt. Und diese Karte ist wirklich wunderschön. Also zuerst mal fällt einem natürlich dieses wundervolle Glitzerherz ins Auge. Das ist total toll gemacht. Funkelt, also man sieht es auch sehr gut in der Kamera. Dann auch dieser Herzrand hinten rum, also diese Herzbordüre. Dahinter halt nochmal ein paar Blümchen gestempelt. Also das sieht auch wirklich ganz toll aus. Ganz kleine Mini-Herzen sind hier noch ganz süß verteilt und der Spruch ist auch auf einem schönen Etikett und ist hier noch ganz toll embossed in Brombeermoos. Also von der Farbkombination auch ganz toll. Was ich auch spannend finde, ist, dass die Karte eigentlich weiß ist und dieses Herz hier vorne, würde ich sagen, ist Vanille pur. Das macht sich wirklich gut und passt insgesamt alles total schön zusammen. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Karte, richtig schön harmonisch. Auch innen nochmal mit Stempel und kleinen süßen Herzen. Und ich habe auch eine Materialliste, was die Svanti alles verwendet hat. Ich halte euch das jetzt mal so ins Bild, dann könnt ihr das gut lesen. Also wirklich total toll. Vor allem auch dieses Herz mit diesem Glitzer. Ist echt schön. Wirkt ganz toll. Ist eine richtig schöne Hochzeitskarte. Und die zweite Karte ist auch sehr, sehr elegant und sehr aufwendig gearbeitet. Hier mit diesen Röschen. Das sieht wunderschön aus. Das könnte man passend zur Hochzeitstorte machen. Also echt wunderschön, mit dem tollen Hintergrund gepflegt, mit den bestickten Etiketten. Das ist alles total edel und elegant. Und eben diese Röschen, ich hoffe, ihr seht die gut, die sind echt total schön. Wirklich zauberhaft. Ich finde, das ist auch eine ganz tolle Farbkombination für eine Hochzeitskarte. Auch innen nochmal schön gestempelt. Ist auch eine Karte mit einem größeren Format. Und auch hier seht ihr die Materialliste. Rauchblau ist es jetzt und embossed ist es in Marineblau. Und hier findet ihr die Svantje Stempelkiste bei Instagram. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich finde, es sind wirklich zwei wunderschöne Karten. Ganz toll. Total edel. Ich finde es auch toll, dass man hier zwei verschiedene Größen mal von den Karten sieht. Und ja, also wirklich wunderschön. Alle beide ganz toll und sehr edel und aufwendig gearbeitet. Vielen lieben Dank, Svantje. Die nächste Karte ist von der lieben Moni und die ist auch ganz elegant und wunderschön. Ist jetzt hier mit Blüten eben gearbeitet, einmal mit den Gänseblümchen und dann mit diesen großen, schönen Blüten, wo es auch diese dreiblättrige Stanze dazu gibt. Also in dem Set ist eben auch dieser Stempel drinnen und die ist ganz toll. Ich finde es mit den Farben total schön, mit dem Silber und dem Schiefergrau und dann diesem Glitzer. Also hier nochmal, seht ihr das, die Blüten mitten, die sind auch nochmal embossed und hier sind diese verzierten Glitzersteine drin und der Spruch ist auch schön embossed. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Farbkombination, die gefällt mir richtig gut, die Karte. Ganz schön. Auch innen nochmal schön reingestempelt mit einem schönen Spruch. Also ganz toll. Ich finde, die Karte ist super schön. Und es ist, finde ich, auch toll, mit zwei bzw. drei Farben zu arbeiten. Also das Silber geht natürlich in die graue Schiene, aber eigentlich reichen zwei Farben da völlig aus. Das ist echt toll. Finde ich total edel, die Karte. Ihr habt hier einmal die florale Freude, heißt das Stempelset, genau. Das habe ich gesucht, das Wort. Das ist die Materialliste und so findet ihr die Moni. Und ja, wie gesagt, Moni, also ich finde die Karte total schön.
die Farben und auch dieses, auf der einen Seite ist es schlicht mit den zwei Farben und auf der anderen Seite ist wirklich, also toll. Ich finde die super schön. Kann ich gar nicht anders sagen. Vielen Dank, liebe Moni, für diese tolle Karte. Und die nächsten Karten, die sind auch wieder so zauberhaft schön. Also die sind von der Vanessa. Und ich weiß gar nicht, mit welcher ich anfangen soll. Ich nehme jetzt mal diese hier. Das ist eine Funfold-Karte. Die Vanessa hat hier das Designerpapier selber gestempelt. Und Entschuldigung, also eigentlich muss man das schon ohne Inhalt aufmachen. Ich mache es nochmal, damit ihr das gut seht. Also es ist wirklich wunderschön. Hier ist auch ein ganz neuer Stempel. Das ist dieses neue Gastgeberinnen-Set aus dem ganz neuen Katalog. Und dann geht die Karte hier so schön auf. Also die ist wirklich zauberhaft. Die Farben finde ich toll. Die Mondblüten sind drauf. Die Sprüche sind wunderschön. Auch die Farbkombination super schön. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Karte. Die Anleitung dazu hat sie von der Marion. Also Marion ist auch eine Bastelwerkstatt-Bandenteam-Mitglied sozusagen. Und die hat da mal eine Anleitung gemacht und das ist einfach eine tolle Karte. Wunderschön. Und finde ich auch total süß, dass es dann auch von den anderen Mädels aufgenommen wird und auch als Karte gestaltet wird. Okay. Und hier oben seht ihr das, also von Bastelküche Papierlapapp von der Marion Keller. Und das ist die Materialliste. Oh, ich muss schauen, dass ich alles ins Bild kriege. So. Und hier unten sind noch ein paar Stanzformen. Genau. Also wirklich super schön die Karte. Die ist so edel mit dem Gold. Das ist eigentlich eine relativ bunte Karte. Aber die ist total stimmig. Ich finde, die ist wunderschön. Ganz, ganz tolle Karte. Oh, und jetzt habe ich gleich nochmal so eine tolle Karte, die ich euch unbedingt zeigen muss. Und zwar, die hat hier schon so einen coolen Verschluss. Schaut mal, ob ihr das sehen könnt. Also das ist mit so einem ganz tollen Mechanismus sozusagen. Hier auch nochmal mit diesen tollen Herzen gearbeitet. Also die sind wirklich schön. Und dann hier nochmal mit den gleichen Stempeln. Also ganz schöne Stempel, schön verschnörkelt. Passt total gut zur Hochzeit. Auch noch Platz für die Wünsche und für ja, gute Glückwünsche zur Hochzeit. Also echt schön. Tolle Farben. Ich bin total begeistert von den Karten. Ich finde die alle beide wunderschön. So edel und toll. Und dieser Verschluss finde ich, den finde ich total super. Also mal was ganz anderes. Ihr seht es vielleicht hier im Hintergrund, ist noch mit den Stickmustern gearbeitet. Ich mache das nochmal auf, dass ihr das von nah gut seht. Auch das Designerpapier hier im Hintergrund ist selber bestempelt und dann auch noch geprägt mit dem Blütenmeer. Seht ihr das? Also wirklich ganz viel Arbeit steckt da auch wieder dahinter und das ist echt eine tolle Kartenform. Sehr, sehr cool. Gefällt mir richtig gut. So, die Glitzersteine noch so süß verteilt. Super schön. Das heißt, Fancy Fold Card nennt sich das Ganze. Und ich schaue mal, dass ich wieder komplett im Bild bin. Das sind die ganzen Materialien, die sie verwendet hat. Und das Stempelset sind die ewigen Blüten. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, das gibt es im neuen Katalog auch noch. Also da sind wirklich sehr, sehr schöne Sprüche drin und die haben wir jetzt auch schon auf mehreren Karten gesehen. Die kommen auch, glaube ich, noch ein paar Mal und sind wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Also wirklich zwei ganz, ganz zauberhafte, tolle Karten mit wunderschönen Kartenformen und ganz großartige Ideen, finde ich. Vielen Dank, Vanessa. Die nächste Karte ist auch wieder wunderschön, total edel und die ist von der lieben Gabi. Und ja, die ist einfach total schick. Ein wunderschöner Spruch. Hier ist der Hintergrund wieder geprägt. Seht ihr das mit so Schnörkelblümchen? Dann ist das hier ein bisschen erhaben auf die Karte aufgebracht. Also dieser vordere Aufleger ist erstens mal gemattet mit zwei Schichten und dann ein bisschen erhaben aufgeklebt. So wirkt das einfach auch nochmal total schön. Und also eine ganz elegante Karte und richtig toll. Schöne Farben auch. Ich finde, das ist eine coole Farbkombination. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass das Vanille pur ist. Ist das doch, das ist Vanille pur und weiß. Zusammen ist alles schöner. Das passt natürlich auch sehr gut dazu. Also Savanne, Vanille pur und weiß kombiniert. Und hier dieser Rahmen ist bestimmt irgend so ein besonderes Papier, wo man einfach den Rahmen für so einen großen Spruch richtig schön verwenden kann. Ich guck mal. Spezialpapier, fantastisch filigran, genau. Die Anleitung hat sie gesehen bei der Daniela Hödel. Und hier seht ihr mal, was sie alles verwendet hat. Also finde ich auch eine ganz, ganz tolle Karte. Richtig elegant und schön. Und ja, das passt einfach total zur Hochzeit. Und finde auch die Farbkombination sehr schön mit dem Savanne, dem Vanille pur und dem Weiß.
Sehr edel. Vielen Dank, Gabi. Die nächste Karte ist von der lieben Andrea. Sie hat mir auch eine Karte dazu gemacht, die zeige ich euch noch schnell. Die finde ich auch sehr schön. Tolle Farbkombination und auch mit so einem filigranen Papier gearbeitet, da einen bestickten Rahmen außenrum gemacht. Ein Spruch embossed, also sehr schön, gefällt mir gut. Tolle Farbkombination, wirkt auch das Designerpapier, das im Hintergrund durchkommt, ganz schön. In der Kamera ist jetzt ein bisschen grünlich. Weiß ich nicht, wie es dann später rauskommt beim Video, aber im Moment sieht es ein bisschen grünlich aus. Es ist aber eigentlich blau. Und jetzt kommt ihre Hochzeitskarte. Das ist natürlich auch ein tolles Kartenformat. Auch hier haben wir wieder diesen wunderschönen Spruch. Der passt einfach perfekt. Hier haben wir eine Banderole, die man außenrum macht. Und dann, wenn man die Karte aufmacht, hat die so einen tollen Pop-up-Effekt. Seht ihr das gut? Also, wie schön ist das eigentlich? Wunderschön. Hier in der Mitte auch noch schön gestempelt. Kolladiert. Das Papier kommt hier auch sehr, sehr gut zur Geltung. Das war mal in einer Celebration ein Papier, meine ich. Und mit dieser Knicktechnik total schön. Das ist wieder eine wunderschöne Karte. Ihr habt hier die Anleitung, die findet ihr hier bei der Andrea auf dem YouTube-Kanal. Und hier ist die Materialliste, was sie alles verwendet hat. Ich finde auch die Farbkombination sehr toll und diese Knick-Pop-up. Dieser Mechanismus ist einfach super schön. Und dieses Papier passt da einfach perfekt dazu. Also wirklich eine ganz bombastische Karte. Total schön und ja, echt eine tolle Idee. Mit der Banderole auch schön verschlossen und wunderschön, Andrea. Wie immer. Vielen Dank für diese tollen Karten. Die nächsten Karten sind von der lieben Sina. Ich zeige euch ganz kurz die Karte, die ich bekommen habe. Finde ich auch schön mit dem Herz embossed. Passt natürlich auch zum Thema Hochzeit sehr gut. Und die zwei Karten, die sie gemacht hat. Ich fange jetzt erstmal mit der hier an. Das ist auch so eine Flip-Flop-Karte. Ich glaube, es heißt so, oder? Flip-Flop-Karte, meine ich. Glück und Zufriedenheit für alle Zeit. Also das ist, glaube ich, auch wieder... Ah, das könnte auch aus dem neuen Stempelset sein, der Spruch. Wir gucken gleich nach auf der Liste. Aber das ist eben auch wieder so eine witzige Falttechnik mit diesem Klapp-nach-außen-Mechanismus. Bisschen anders als bei der anderen Karte, glaube ich, vorher. Oder? Aber sehr, sehr schön auch wieder. Mit den Magnolien, die sind auch ganz toll koloriert, wenn ihr das mal anschaut hier. Mit Aquarellstiften, denke ich. Die haben eine ganz tolle Farbe, auch hier unten. Also das gesamte Designerpapier ist im Prinzip gestempelt und selber koloriert. Das ist also keins, was man so kaufen kann, sondern das ist selber gemacht. Und es sieht wirklich aus wie gekauft. Total cool. Schön, oder? Also eine coole Karte. Genau, das Stempelset ist für alle Zeit. Das ist dieses ewige Grün, meine ich, oder? In dieser Reihe. Ich bin mit den Namen von den neuen Stempelsets noch nicht ganz so weit. Aber hier seht ihr, was sie alles verwendet hat. Genau, Aquarellstifte hat sie da genommen und das ist echt toll. Also ich finde, das Designerpapier, das sieht wirklich aus wie gekauft. Ist irgendwie genau richtig verteilt und schön koloriert. Das ist toll. Wunderschön. Und die zweite Karte ist auch eine Vintage-Karte. Also sehr cool, haben wir zwei Vintage-Karten heute im Programm, sozusagen. Und die sieht natürlich auch mega cool aus. Ach ja, also ich muss immer gucken, ich bin glaube ich heute sehr nah da, dass ich im Bild bleibe. Entschuldigt, wenn ich da manchmal rauskomme. Hier, das Papier ist auf jeden Fall gut bearbeitet, würde ich sagen. Also das ist einmal gerissen, dann ist es geknickt, dann ist es mit Schwämmchen bearbeitet. Und hier außen mit der Schere so entlang, dass es noch so einen Vintage-Look oder so einen Look auf alt eben erhält. Ganz cool gemacht. Sieht sehr edel aus. Und vorne ist das Papier einmal bestempelt, dann hat es durch die Prägeform, dieses antike Papier ist das, seht ihr das? Das ist also andersrum, durch das antike Papier gekurbelt und das im Hintergrund, würde ich sagen, ist geknickt und dann wieder aufgemacht und dann in den Hintergrund geklebt. Und hier vorne einfach nochmal so einen Wellenkreis, auch gut bearbeitet mit Stempelfarbe noch drüber, mit Schwämmchen. Also es ist auch eine sehr aufwendige Karte. Auch das Band im Hintergrund passt das sehr schön dazu. Also ich finde, die Karte ist richtig cool. Gerade also für so eine Vintage-Thema Hochzeit ist das total cool. Wirklich schön. Und ich finde, die Farbe von dem Papier gefällt mir sehr, sehr gut. Auch in dem Hintergrund hier. Also das ist so ein bisschen so die Farbe, wie ich sie für Vintage auch total gerne verwenden würde, wenn ich sie hätte. Ich wünsche mir immer so ein Papier als In-Color-Farbe. Von Stepping Up, aber jetzt gibt es noch nicht. Bis jetzt haben wir eben das Zimt und das, finde ich, passt ganz gut. Aber sowas wäre auch mal cool, so eine Farbe. Genau, das ist die Materialliste. Halte ich euch mal hier hin.
Ah, hier steht noch Skalpell. Dann hat sie mit dem Skalpell auch noch gearbeitet. Wahrscheinlich, das hier am Rand ist wahrscheinlich dann mit dem Skalpell gemacht. Vor allem hier sieht man es. Das kann man auch mit der Schere machen. Also wenn ihr euch die Schere einfach so aufmacht und dann hier an dieser Seite entlang das Papier so ein bisschen riffelt, hat man auch mal eine gute Möglichkeit, das Papier auf Alt zu trimmen. Also wieder zwei tolle Karten. Vielen, vielen Dank, liebe Sina. Beide sehr cool und total unterschiedlich. Also total gegensätzlich. Sehr schön. Gefällt mir gut. Vielen, vielen Dank. Die nächste Karte ist wieder wunderschön und ganz elegant. Das ist von der lieben Steffi und es ist auch wieder so eine Klappkarte. Wir haben jetzt sehr viele Klappkarten gesehen, aber hier ist es nochmal ganz anders. Total witzig, weil man kann es hier so nach schräg klappen. Und ich glaube, ich muss vorher das Band noch runternehmen. Ich finde die Farbkombination grandios. Was ich total schön finde, ist das Blütenrosa mit dem Holzdesign. Toll. Hier auch noch mit der Stanze gearbeitet. Das macht es natürlich nochmal. Es wertet sehr auf. Also das macht es sehr edel. Und dann kann man das eben hier so klappen und dann hier so klappen und dann einmal aufklappen. Und hat dann hier ein Kuvert, wo man noch die Kohle unterbringen kann. Also ist auch gleichzeitig ein tolles Geschenk, eine tolle Geschenkidee. Hier ist der Kleber noch dran, also den kann man dann abziehen und kann dann das Kuvert verschließen. Finde ich total süß. Hier hat man ganz viel Platz für Grüße und für liebe Wünsche. Und dann klappt man das hier eben so zu. Übrigens wieder derselbe Spruch. Den haben sie fast alle, die Mädels. Also, das ist echt ein toller Spruch. Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen. Von Jacques Spezzano. Wie auch immer man das ausspricht. Da bin ich schlecht. Aber so sieht die Karte aus und die ist wirklich wunderschön. Toll mit dem Holzpapier, mit den Blumen hier vorne drauf. Und finde ich super cool mit dieser Idee, das mal schief aufzukleben. Tolle Karte, oder? Also ich finde die super schön. Sehr, sehr edel wieder. Und was ich auch total schön finde, ist das Band, das ich jetzt wahrscheinlich so nicht mehr hinkriege. Oh weh. Ich wickel das nachher vorsichtig wieder hin. Aber das hat auch so eine tolle, so einen tollen Ombre-Effekt mit verschiedenen Rottönen. Seht ihr das gut? Unten ist es ganz gelb und oben wird es dann ziemlich rot. Also es sieht ganz, ganz toll aus und passt da wunderbar dazu. Das sind die verwendeten Materialien von der Steffi. Ewige Blüten heißt das Stempelset, das hier wirklich fast in jeder Karte kommt. Wunder, wunderschön. Vielen, vielen Dank, Steffi. Ganz toll. Gefällt mir super gut. Die nächsten Karten kommen von der lieben Heike. Die Heike hat für mich auch eine Mondblütenkarte gemacht. Wie schön. Ich finde hier das Papier total toll, das da im Hintergrund ist. Das schimmert so. Seht ihr das? Hat jetzt nicht so viel mit Hochzeit zu tun oder kann man natürlich auch als Hochzeitskarte nehmen, aber die eigentliche Karte ist diese Karte hier. Die ist auch wieder sehr schick mit Gold. Also Gold passt ja immer perfekt zur Hochzeit auch. Seite. Hier im Hintergrund ist wieder gearbeitet mit der antikes Papierprägeform. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Klappkarte. Ich mache jetzt mal hier das Band ab. Also da ist nochmal so ein extra Band oben drüber. Und dann sieht man hier im Hintergrund die Mohnblüten. Die passen da auch sehr gut drauf. Der Spruch ist: Wir wünschen euch einen Tag voller Liebe und schöner Erinnerungen. Das ist embossed. Also auch ein schöner Spruch. Hier unten auch ein Band. Das ist auch so ein bisschen auf Vintage gemacht oder auf sehr elegantes Vintage mit dem Gold. Und oh, das ist auch sehr schön. Hier kommt dann das Ja. Zwei Herzen, ein Versprechen. Auch wieder das gleiche Stempelset. Die Karte würde auch so sehr schön aussehen. Aber mit diesem Klappmechanismus, das ist sehr cool. Das ist eine tolle Überraschung. Und hier innen auch wunderschön. Mit den Mondblüten, also toll. Die kann man auch zur Hochzeit verwenden. Seht ihr, die sind universell einsetzbar. Die sind einfach super. Merkt man, dass ich das Stempelset mag. Und hier auch nochmal dieser wunderschöne Spruch. Also ich finde das toll. Und was ich auch ganz schön finde und was ich nicht genau weiß, wie das funktioniert, ist dieses Gold im Hintergrund. Das ist so, das sind so fahriges Gold, also so Fahrer, wie so mit Pinsel aufgetragen. Könnte mit Pinsel gemacht sein. Vielleicht steht was in der Anleitung. Mal gucken. Aber cool, oder? Cooler Klappmechanismus. Klappkarten sind in. Und jetzt zeige ich euch mal die Materialliste. Champagnernebel. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es stimmt, hier findet ihr die Heike. Ich würde sagen, dass das wahrscheinlich mit dem Champagnernebel mit Pinsel aufgetragen ist, weil das so ein bisschen so Striche hat. Also die sehen sehr gut aus. Die passen sehr gut dazu, diese Striche. Das schaut echt cool aus. Und gibt dem Papier nochmal so einen ganz besonderen
Also natürlich eine mega Eleganz, aber auch so einen tollen Style irgendwie noch. Also wirklich toll. Ganz schöne Karte. Also Heike, wieder bombastische Karte. Vielen, vielen Dank. Die nächsten wundervollen Karten sind von der lieben Martina. Und Martina hat zum ersten Mal mitgemacht, wenn ich das richtig weiß. Und hat dann gleich volle Kanne vier Karten auf einmal gebastelt. Vielen, vielen Dank, Martina. Also, mit welcher starte ich? Ich weiß gar nicht. Also, die ist natürlich schon mal eine mega tolle Glitzerkarte. Springt einem richtig ins Auge zur Hochzeit. Besprenkelt mit Glück und guten Wünschen. Das ist ja witzig. Also hier im Hintergrund noch wie so kleine Sprenkeleffekt und mit den ganzen Glitzersprenkel, also ganz toll. Sehr witzige Karte. Und innen dann nochmal mit Herzen. Und das wäre vielleicht auch eine tolle Karte zur Silberhochzeit, weil das einfach so schön silbern glänzt. Und ja, das kann man natürlich auch für Silberhochzeit verwenden, warum nicht? Finde ich echt schön. Das ist eine coole Idee und mit dem Glitzer, das funkelt euch gleich richtig an. Richtig schön. Und hier die nächste Karte, eben auch mit zwei Herzen vorne. Segenswünsche zur Hochzeit. Der Spruch, dieses Sprücheset, das habe ich auch sehr gerne gemacht. Also das ist immer noch eins meiner Standard-Stempelsets. Leider gibt es das nicht mehr, aber also wenn man das irgendwie erwischen kann, das ist echt ein super Stempelset, weil da einfach alles drin ist, Hochzeit, Kommunion und so weiter und wirklich schön einsetzbar, wie ihr es seht. Hier ist es ganz witzig gemacht, finde ich, mit diesen verschiedenen Rahmen, die unterschiedlich aufgebracht sind. Hier der vorderste Rahmen ist geprägt mit dem Blätterrelief oder so heißt es, glaube ich. Und davor sind die Herzen noch mit so silbernen, mit goldenen Streifen versehen. Ich glaube nicht, dass das Papier. Ich glaube, das ist nachträglich drauf gemacht worden. Aber es fällt überhaupt nicht auf. Also von der Textur her fühlt sich's an, wie wenn es doch im Papier wäre. Ich weiß es nicht genau, wie das entstanden ist. Die Materialliste von der Martina, die blende ich euch jetzt mal ein. Die hat sie mir nachgeschickt. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, wie das ist. Das fühlt sich an, wie wenn das in dem Papier drinnen wäre. Aber ja, vielleicht gibt es so ein Designerpapier, das dann genau auch zur Hinterseite passt. Wahrscheinlich. Cool gemacht auf jeden Fall. Ist schön mit diesem Glitzer noch drauf, mit diesen Bändern. Sehr coole Karte. Auch schöne Farbkombination wieder. Dann haben wir hier auch eine ganz witzige Karte. Die finde ich auch total süß mit den Herzen, die da so hängen. Seht ihr das? Also so eine richtige Herzbordüre in unterschiedlichen Herzen, die sie da an dem silbernen Garn aufgehängt hat. Das finde ich eine super schöne Idee. Auch die Farbkombination ist toll. Segenswünsche zur ist embossed und dann Hochzeit unten noch bestempelt. Das finde ich eine tolle Idee. Das ist echt cool mit der Wäscheleine voller Herzen. Ganz süße Karte. Seht ihr das so? Kann man auch ein bisschen schütteln. Muss man vorsichtig sein wegen dem Faden, der ist dünn. Aber das ist echt eine coole Idee. Schön. Und die Herzen, die sind aus dieser Mini-Zierschachtel. Da gibt es die Herzen dazu und die haben dann schon extra so eine Aufhängung. Das ist natürlich dann perfekt für diese Karte. Wunder, wunderschön. Und dann noch eine Karte mit einem richtig coolen Format, wie ich finde. Also die ist sehr breit. Ich würde fast sagen, das könnte eine 21 cm Karte sein. Mal gucken. Ha, 21 cm mal, mal 7,3 ungefähr. Also jetzt von einer Höhe, ihr müsst natürlich das dann doppelt sehen. Das ist natürlich so eine Klappkarte nach oben. Aber die finde ich auch total cool. Einfach nur ein Wort drauf mit zwei Farben. Eine Farbe als Hintergrund so schattiert hinterlegt. Im Hintergrund ein bisschen einen Hintergrundstempel und ein paar Glitzersteine und ihr habt eine richtig coole Karte. So ein richtig cooles Format. Das wäre auch toll, wenn man das in so einen Blumenstrauß noch mit oben reingibt, zum Beispiel. Finde ich richtig cool. Also lauter, lauter tolle Karten von der Martina. Vielen Dank. Finde ich alle total schön und das mit der Wäscheleine finde ich einfach total spitze. Hier nochmal Glitzer. Toll. Vielen, vielen Dank, Martina. Und dann habe ich noch einen ganzen, ganzen großen Stapel bekommen von der Nadine an Karten. Sehr witzig ist, dass sie geschrieben hat im Brief, dass sie erst mit dem Thema nichts anfangen konnte. Und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Also total witzig. Ich zeige euch jetzt als erstes mal diese hier. Die finde ich auch sehr schön. Die ist auch wieder sehr elegant. Was ich toll finde, ist der Rahmen im Hintergrund mit diesem Steppmuster, glaube ich, heißt das oder so. Schaut aus wie so ein Kissenmuster. Ich schaue gleich in die Liste, was das Steppmuster heißt, das glaube ich ja. Und hier sind die Orchideen drauf, also auch ganz witzig, passt auch gut zur Hochzeit. Schön gemacht, die sind auch sehr schön erhaben, wie ihr seht, also die sind richtig schön 3D. Und einen schönen Spruch.
Also auch eine ganz tolle Glückwunschkarte. Und auch hier, das würde ja perfekt passen, wenn man eine Orchidee schenkt und dann so eine tolle Karte dazu bastelt. So im gleichen Farbton noch. Könnte man super machen. Und das ist die Materialliste. Genau, Steppenmuster heißt Abträgefolder. Und Nadine hat hier dieses süße Logo. Und die Nadine findet ihr hier. Und ja, also ich finde auch die Farben schön. Ich würde sagen, dass das Heideblüte ist, oder? Kann das sein? Ich kann ja nachschauen auf der Liste. Muss ja nicht immer raten. Ah, Flieder, das ist Flieder, schön. Das ist eine tolle Farbe. Schade, dass es mit dem Stempelkissen nicht hingehauen hat. Aber gut. So, und jetzt schauen wir uns diese ganz besonderen Karten an. Ich mache das jetzt mal nacheinander, dass ihr das gut sehen könnt. Was ich auch süß finde, ist das Papier. Ich halte euch gleich mal die Materialliste rein, aber das Papier passt natürlich auch perfekt. Halt, da kommt noch mehr. Ganz verliebtes Papier mit den Eulen. Süß, oder? Okay. Also, diese Karte sieht schon mal, wow, die sieht schon mal bombastisch aus und die kann hier was ganz Besonderes, nämlich. Das ist wieder so eine tolle Pop-up-Karte. Schön, oder? Also, die ist auch super schön. Hier vorne, was ich auch ganz schön finde, ist, dass dieses Herz hier ausgestanzt ist und das andere dann ein bisschen Erhaben drüber geklebt ist. So wirkt das alles noch dimensionaler, wie wenn man das jetzt nur aufkleben würde. Also, wenn es ausgestanzt ist, hat man einfach nochmal eine Schicht mehr. Hier ist ganz zart so ein silberner Nebel im Hintergrund. Oder so silberne Sprenkel. Nebel ist Quatsch. Ich habe heute irgendwelche Wortfindungsstörungen. Es tut mir leid. Irgendwie. Und hier ein schöner Glückwunschstempel. Und dann, wenn man die Karte aufmacht. Toll, oder? Alles Liebe für heute, morgen und immer. Das ist jetzt mal ein ganz anderes Stempelset. Das ist das mit diesen tollen Etiketten auch dazu. Und das kann man super verwenden. Das passt da echt perfekt. Auch zum Thema Hochzeit. Schön. Das ist eine ganz tolle Karte. Hier ist eben noch die Banderole außenrum. Ich mache die nachher hin. Großes Kuvert. Und das sind jetzt diese besondere Kartenart. Sie hat es geschrieben. Inlay-Technik nennt sich das Ganze. Und das sieht echt toll aus, oder? Also mega schön. Und oh Gott, die ganzen mini kleinen Herzen einzeln aufgeklebt. Seht ihr das? Wow, ist das viel Arbeit. Die sind ja wirklich fuzzi-fuzzi klein. Total hübsch. Schön ist das, oder? Das sieht richtig toll aus. In Liebe verbunden, alles Gute für euch zwei. Ich glaube, dass das richtig aufwendige Karten sind, weil man die so ineinander stanzt, ausstanzt und dann ineinander setzt. Ich glaube, man muss es nur zweimal ausstanzen in zwei verschiedenen Farben und dann übereinander legen. Und dann kann man natürlich das, glaube ich, ganz gut verwenden für zwei verschiedene Karten. Hoppala. Ah, okay. Aber trotzdem macht das viel Arbeit, weil man die natürlich ineinander bauen muss. Und das sind ja wie so kleine Puzzleteile, die man da immer reinkleben muss. Cool. Sehr cool. Hier innen auch noch mit Herzen gestempelt. Auch noch mal eine Materialliste. So, ich hoffe, ihr könnt es noch lesen. Ah ja, genau, da steht's. Inlay-Technik, damit kann man ganz schnell zwei Karten zaubern. Also ganz schnell, ich weiß nicht, aber man muss es nur zweimal ausstanzen, weil man es eben dann für zwei Karten verwenden kann. Das ist natürlich cool. Also das ist gut. Aber trotzdem, ich meine, das Ganze reinkleben, das dauert ja auch. Und diese Mini-Herzen aufkleben. Also das ist ja mega viel Arbeit. Hier ist es ein bisschen einfacher mit ein paar Glitzersteinen. Auch der Spruch ist embossed mit Herz. Das finde ich schön. Sieht schon cool aus, oder? Das wirkt auch ganz besonders. Cool. Die Farben sind toll. Die hauen richtig rein. Schön. Und dann haben wir noch eine Karte. Die hat sie auch in der Technik gemacht. Da hat sie, glaube ich, auch zwei gemacht und eine aber schon anderweitig und gut untergebracht. Aber das ist auch toll. Wieder der gleiche Spruch und auch wieder eben mit zwei Farben so ineinander geklebt. Also ganz schnell, glaube ich, ist das nicht, weil schon mal die ganzen kleinen Blätter, Innenteile, die muss man da ja alle reinkleben. Cool. Finde ich echt cool. Hier nochmal die Materialliste. Und tolles gestempeltes Kuvert dazu mit schönen Herzen. Also finde ich toll. Und ich muss sagen, die Farbkombination finde ich auch richtig schön hier mit diesem. Was ist denn das für eine Farbe? Kussrot. Kussrot ist sehr schön. Schaut super aus. Seht ihr alle drei Karten? Ja. Also sehr cool. Haben wir richtig viele Karten bekommen. Und auch noch diese Pop-up-Karte. Also echt cool. Da war richtig viel.
Ich wollte es an dieser Stelle auch mal sagen, also wir spenden die Karten natürlich dann am Ende alle. Ihr seht ja, dass die nicht beschriftet sind oder so, sondern wir verschenken die dann für den guten Zweck oder spenden die eben für den guten Zweck. Und das ist natürlich toll, wenn man einfach viele Karten schenken kann. Und ich meine, es kommen eh total viele Karten her. Ihr müsst jetzt nicht mehr Karten basteln, es reicht eigentlich eine Karte, aber es ist auch immer schön, wenn man dann mehrere Varianten sieht oder mehrere Ideen. Genau, und auch so total unterschiedliche Karten. Die sind jetzt alle von einer Person, aber doch total verschieden und ist echt schön, was da immer rauskommt. Und so haben wir natürlich ganz toll ganz viele Karten zum Spenden. Das ist natürlich wunderschön. Also vielen, vielen lieben Dank, Nadine, für diese wunderschönen Karten. Ganz toll. Ich glaube, ich bin durch. Ich glaube, ich habe alle. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Es ist immer Wahnsinn, wenn ich hier die ganzen riesigen Kuverte liegen habe. Und ja, ich lege jetzt meine Karte nochmal rein, einfach so, nur damit ich was in der Hand habe für den Abschlussspruch, weil ich nicht mehr alle Karten ins Bild kriege. Es sind einfach zu viele geworden inzwischen. Und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann drückt die Glocke, abonniert den Kanal und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wie gesagt, diese Bastelanleitung findet ihr ganz am Anfang vom Video, wie das funktioniert. Könnt ihr gerne reinschauen. Ich verlinke es euch jetzt wahrscheinlich auch nochmal in der Infobox. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und vielen Dank an meine wundervollen Mädels für eure wunderschönen Karten. Dankeschön.